Druckluftbremsanlage, Folge Nummer 21. In dieser Folge wollen wir zeichnerisch ein Vierkreisschutzventil darstellen. Grundlage dafür ist unser Zweikreisschutzventil aus der Folge zuvor. Da hatten wir hier den ersten Kreis für die Vorderachse benutzt und wir haben hier den zweiten Kreis für die Hinterachse benutzt. Ein Zweikreisschutzventil wäre das demnach. Nun wollen wir aus diesem Zweikreisschutzventil ein Vierkreisschutzventil zeichnerisch darstellen. Dazu eine Empfehlung von mir. Wir zeichnen also das schon bekannte Zweikreisschutzventil hier mit Bleistift vor, denn vieles von dem, was wir jetzt hier haben, wird dann später nicht schwarz dargestellt oder in einer anderen Farbe. Und wir zeichnen dann nochmal zwei Kästchen hier mit einer Verbindung in einem etwas größeren Abstand. Ich habe jetzt hier 11 cm gewählt, von dieser Kante hier bis zu dieser Kante. Man braucht für die Darstellung etwas mehr Platz. Was ich jetzt mache, ist Folgendes. In die Mitte dieses Quadrates, ich habe also hier 11 cm, hier 11 cm, haben also so hier ein Quadrat. Und jetzt zeichne ich in die Mitte dieses Quadrates einen Kasten, auch wiederum mit einer Kantenlänge von 6 Kästchen. Hier habe ich auch 2, 4, 6 Kästchen gewählt, wie bei allen hier auch. Und jetzt wähle ich hier mittig in diesem Quadrat auch wiederum einen Kasten mit einer Kantenlänge von 6 Kästchen. So, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Diesen Kasten wiederum verbinde ich hier mit dieser rechten Zuleitung zu dann später unserem Kreis 3 und 4. Also das hier soll Kreis 3 werden, das hier soll Kreis 4 werden, das soll Kreis 1 sein und das soll Kreis 2 sein. Also hier kommt jetzt von diesem Kasten eine Zuleitung zu unserem Kreis 3 und 4. Des Weiteren brauchen wir jetzt eine Zuleitung von unserem Kreis 1 zu diesem mittleren Kasten. Das mache ich wie folgt. Ich gehe also hier einfach auch, wähle ich für die Leitung zwei Kästchen und verbinde diesen Kasten 1 hier mit unserem mittleren Kasten. Das gleiche mache ich hier nochmal. Von unserem Kreis 2 ausgehend verbinde ich die. So, und dann habe ich die Basis für das Vierkreisschutzventil schon vorliegen. Was jetzt noch fehlen, sind die Federn und die Ausgänge. Die Ausgänge lege ich hier nach außen. Kann ich mittig hier anlegen. So, das soll jetzt hier Ausgang 3 sein. Das hier ist Ausgang Nummer 4, also zu den Nebenverbrauchern. 3 ist für die Feststellbremse. Und hier jetzt Ausgang zu meinem Kreis 1, Vorderachse kann das sein. Und hier unten Ausgang zu meinem Kreis 2, die Hinterachse. Was jetzt noch fehlt, sind die Ventile. Doch zuvor zeichne ich jetzt das, was wichtig ist, schwarz nach. So, und das ist alles das, was ich jetzt hier vormache. Brauche eigentlich nur hier meine Striche hier zu verfolgen. Und da, wo die Zuleitungen sind, lasse ich aus, beziehungsweise da, wo der Ausgang ist. So, und dann habe ich hier in relativ schneller Geschwindigkeit, in relativ kurzer Zeit, ein Vierkreisschutzventil gezeichnet. Das sieht auf den ersten Blick immer recht kompliziert aus, aber letztendlich ist es eigentlich nur Kästchen zählen. Und man braucht, wie gesagt, Platz. Also ohne Platz kommt man hier nicht klar. Wenn man das auf engstem Raum versucht darzustellen, dann wird das ein bisschen schwieriger. So. Den linken Teil hier, den kennen wir ja schon aus unserer zweikreisigen Anlage, aus unserem Zweikreisschutzventil. So, jetzt haben wir hier aus dem Zweikreisschutzventil ein Vierkreisschutzventil gezeichnet. So. So, und das war's auch schon. Ich habe jetzt also hier meinen Ausgang 3, ich habe hier meinen Ausgang 4, ich habe hier meinen Ausgang 2 und ich habe hier meinen Ausgang 1, also Vorderachse. Hier ist der Eingang
von meinem Kompressor und dem Lufttrockner. So, was mir jetzt noch fehlt, sind die Ventile. Das kennen wir ja auch schon. Also das ist ja nichts Neues. Hier Ventil rein, hier ein Ventil rein. Das gleiche machen wir hier auch. Die arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Man denkt sich, jetzt kann sich schon denken, dass jetzt hier noch die Federn fehlen. Was ich hier einzeichnen muss, hier sind auch Ventile drin. Hier in diesem Kasten sind auch Ventile. Und ich fange jetzt an mit den Federn. Diese beiden Ventile hier, die sind verbunden über eine Feder. Das heißt, man kann sich nur hier schon vorstellen, dass ich jetzt hier diese beiden Ventile entgegen der Federkraft zusammendrücken kann, um dann jetzt hier die einzelnen Kammern mit Luft zu versorgen. Hier, das kennen wir ja mit unserer Feder. Da haben wir ja auch hier das dann so mit diesen aneinandergereihten Sets haben wir jetzt hier die Feder dargestellt. Das gleiche hier auch. Also links wie rechts kein Unterschied, was das Vierkreisschutzventil ausmacht. Wie alle Mehrkreisschutzventile ist jetzt hier die Kammer in dieser Mitte. So, dann brauchen wir noch hier die Feder bei diesem Ventil. Ich sage nochmal ausdrücklich, in der Realität sieht das so nicht aus, denn diese Federn kann man einstellen, das wäre jetzt hier so nicht möglich. So, und jetzt kann man das auch schon darstellen, dass ich jetzt also sage, hier kommt die Luft von Kompressor und Lufttrockner und wir wissen, dass Kreis 1 zuerst befüllt wird, dann Kreis 2, das Ventil öffnet sich und dann strömt die Luft jetzt hier in diese Leitung, in diesen Kanal. Jetzt kann man sich schon vorstellen, hier öffnet sich das Ventil und die Luft strömt jetzt hier zu unserem Kreis 3 und zu unserem Kreis 4. Selbiges passiert hier auch. Kreis 2 öffnet, die Leitung zu den Luftbehältern wird befüllt und dann strömt die Luft hier zu diesem Rückschlagventil. Das öffnet sich, dann sind beide Ventile hier geöffnet, das untere und das obere, und die Luft strömt dann hier zu unserem Kreis 3 und 4. Wie sieht das Ganze aus, wenn man das jetzt so darstellt, dass die Ventile geöffnet sind? Mein Vorschlag, ich würde es dann so zeichnen. Ventile sind alle geöffnet. Die Betriebsbremse wird nicht betätigt. Das heißt, in dem System baut sich ein Druck auf. Irgendwann sind alle Leitungen, alle Behälter mit Luft gefüllt. Dann erreichen wir ja unseren Abschaltdruck. Der Kompressor geht aus. Wenn jetzt der Druck nachlassen sollte, durch das Betätigen der Bremse würden sich die Ventile wieder schließen und dann schließen sich tatsächlich auch alle. Wenn jetzt hier ein Druckverlust wäre, zum Beispiel durch das Betätigen der Betriebsbremsanlage, dann würden ja jetzt hier die Ventile sich schließen und die Kreise wären abgesichert. Wenn man das simulieren möchte, dann kann man jetzt ja sagen, hier im Kreis 2 wäre jetzt eine undichte Stelle. Das heißt, die Luft würde jetzt hier ins Freie gelangen. Dann würde in der gesamten Anlage der Druck abfallen und dann würden sich auch alle Ventile schließen. Also hier, diese Rückschlagventile hier in diesem mittleren Kasten würden sich schließen und würden somit den Druck im Kreis 3 und 4 absichern. Genauso, das kennen wir ja schon, wenn jetzt hier in der gesamten Anlage der Druck abfällt, dann würde sich dieses Ventil schließen. Genauso würde sich dieses Ventil schließen. Wir hätten den Schließdruck erreicht. Es würde sich dann, weil der Kompressor läuft, wieder Druck aufbauen. Das Ventil würde auch wieder öffnen. Genauso wie dieses hier. Und dann würde Kreis 1 weiterhin mit Luft befüllt werden. Sodass wir immer noch über den abgesicherten Kreis 1 dass den LKW, den KOM, zum Stehen bekommen können. Zu beachten ist, aufgrund dessen, dass sich die Ventile jetzt ständig schließen und öffnen würden, also immer dann, wenn der Druck nachlässt, schließt das Ventil, dann baut sich wieder ein Druck auf, das Ventil würde wieder öffnen. Genauso würde das hier mit diesem Ventil passieren.
dann würde der Kompressor dauerhaft laufen, weil wir würden nie den Abschaltdruck erreichen. Genauso muss beachtet werden, dass diese Rückschlagventile, also dieses Ventil in der Mitte, das ist ein Rückschlagventil. Das sind Überströmventile, das sind sogenannte Rückschlagventile. Die Federkraft hier in diesen Rückschlagventilen ist größer als die Federkraft dieser hier, dieser Federn. Denn es geht darum, das Fahrzeug muss abgebremst werden können und sei es nur mit Hilfsbremsleistung. Also werden auf alle Fälle diese Rückschlagventile hier die Leitung abdichten, die Kreise wären gesichert und es ist immer noch möglich, das Fahrzeug abzubremsen, denn bevor diese Ventile geöffnet werden, öffnen sich diese Überströmventile für die Betriebsbremskreise. Genauso wäre das, wenn jetzt hier im Kreis 4 zum Beispiel eine undichte Stelle wäre, haben Kreis 1 und 2 Vorrang. Das heißt, die Druckfedern hier sind so stark, dass die hier dicht machen würden. Beide Seiten, 2 und 1, werden abgedichtet, sodass hier im Kreis 1 und 2 immer noch Bremsleistung übertragen werden kann. Ja, ich denke, es ist gar nicht so schwierig, wenn man immer so dieses Schema beibehält mit dieser zeichnerischen Darstellung. Also wie gesagt, nochmal, ich zeichne ein großes Quadrat, jetzt hier Kantenlänge 11 cm und dann in die oberen Ecken, unteren Ecken, diese Quadrate mit Kantenlänge, jetzt hier 6 Kästchen, dann ein Kästchen hier in die Mitte, dann kommen die Verbindungen, die Leitungen zu den einzelnen Kammern, dann brauchen wir nur noch die Ventile einzuzeichnen und die Federn. Und dann ist das tatsächlich auch in relativ kurzer Zeit zu schaffen. Das wäre jetzt also hier ein Vierkreisschutzventil. Wir haben eine Absicherung der einzelnen Bremskreise gegeben und wir haben eine Absicherung von Kreis 3 und 4. Und genauso, wenn im Kreis 4 oder Kreis 3 ein Bruch wäre, wären die Bremskreise über die Rückschlagventile abgesichert.